Familie Hinkel. Bei Filmler Prominenz bekannt durch Hassia. Was bedeutet Ihnen denn die Adventszeit und wie gestalten Sie die Adventszeit? Ja, ich muss sagen, ich bemühe mich, Dinge, die unwichtig sind, ein bisschen beiseite zu schieben. Wie es anfängt, schummrig zu werden, zünde ich die Kerzen an. Ja, ich freue mich immer auf diese Zeit, weil es ein Zusammenrücken der Familie ist. Oder als ich im Kirchenvorstand war, die Kerzen angemacht habe, im Hund überwacht habe, dass der Weihnachtsbaum nicht anbrannte. Das sind also Überlegungen, die dann wieder hochkommen, wenn man sich auf Weihnachten freut. Ist denn in der Adventszeit bei Hassia irgendetwas anders als sonst? Da ist ein bisschen mehr Hektik da, weil alles so auf den Jahresausklang zuläuft. Und die Feiern, die häufen sich dann. So, jetzt ist Ihre weihnachtliche Intuition gefragt. Herr Hinkel, Weihnachtszeit, Stress oder Besinnung? Besinnung, ja. Der Weihnachtsbaumkauf, schon Wochen vorher oder erst kurz vor knapp? Schon Wochen vorher, da werde ich mir von meiner Frau gejagt. Frau Hinkel, die Geschenke bringt, Weihnachtsmann oder Christkind? Christkind. Was darf denn an Weihnachten überhaupt nicht fehlen? Tannenbaum. Die Familie. Wir treffen uns am 24. normalerweise bei unseren Kindern, nachdem wir vorher natürlich in den Gottesdienst gegangen sind. Im Gottesdienst finden wir es eben sehr schön, dass die neue Krippe jetzt da ist. Gemischtes, kaltwarmes Buffet, ohne gekaufte Sachen, sondern alles ist selbst gemacht und mitgebracht von allen Kindern. Ich bin selbst dabei und statt etwas zu unterstützen bei diesem Versorgen der Flüchtlinge. Und wir geben uns da die größte Mühe und hoffen, dass auch die Flüchtlinge, soweit sie Christen sind, etwas vom Weihnachtlichen mitbekommen.